Unsere Atemluft ist belastet. Mit Stoffen, von denen man bislang dachte, sie blieben dort, wo sie eingesetzt werden. Auf den Äckern. In einer neuen, bundesweit durchgeführten Studie haben das Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft und das Umweltinstitut München untersuchen lassen, wie stark unsere Luft mit Pestiziden belastet ist. Die Ergebnisse sind schockierend. Denn egal ob 10 oder 100 Meter oder mehr als einen Kilometer entfernt von besprühten Äckern, egal ob in Städten, Dörfern, auf biologischen Äckern oder in Naturschutzgebieten. Pestizide finden sich in ganz Deutschland verteilt überall in unserer Atemluft. Und das als wahrer Pestizidcocktail. Man ist ja immer davon ausgegangen, dass über die Luft eigentlich nur wenig Pestizide vertragen werden. Ich denke, nach der Studie kann man das nicht mehr so stehen lassen. Es gibt durchaus Bereiche, wo man das deutlich finden kann. Die wichtigsten Ergebnisse sind für mich, dass wir einige Pestizide wirklich überall finden oder nahezu überall finden. Und das bedeutet, wir finden die auch oben auf dem Brocken, wir finden die im Bayerischen Wald, wir finden die in Städten, wir finden die in meinem Garten zum Beispiel auch. Es war im Bayerischen Wald, da waren wir wirklich mitten im Bayerischen Wald. Da sind wir 3 Kilometer durch die Wälder auf eine kleine Waldlichtung und auch dort haben wir noch Pestizide gefunden. Unter anderem auch dort Glyphosat. Wissenschaftlerin Dr. Maren Kruse-Plass und das unabhängige Forschungsbüro TEAM haben Pionierarbeit geleistet. Denn noch nie zuvor wurde in Deutschland der Pestizidgehalt der Luft so umfassend untersucht, wie Sie es getan haben. Die zentralen Ergebnisse der Studie. An 163 untersuchten Standorten fanden sich insgesamt 138 Pestizidwirkstoffe und ihre Abbauprodukte. Das von der Weltgesundheitsorganisation als wahrscheinlich krebserregend eingestufte Glyphosat konnte in allen Regionen nachgewiesen werden. Noch oben auf der Spitze des Brockens im Nationalpark Harz wurden 12 Pestizide gefunden. Das wäre jetzt ein Nationalpark und das hätte man jetzt eigentlich nicht so erwarten können. Die Forscherinnen und Forscher überprüften über die Jahre 2014 bis 2019 insgesamt 163 Standorte in ganz Deutschland. Man hat versucht, es möglichst breit aufzufächern, um ein Bild zu bekommen, was die potenziellen Belastungen sind. Intensive Landwirtschaft, extensive Landwirtschaft, Standorte an der Küste, in den Gebirgen, es war alles dabei. Wir haben für die Studie mit 4 verschiedenen Methoden gemessen und dazu Standorte in ganz Deutschland ausgesucht, an denen wir mit Passivsammlern, mit Filtermatten aus B- und Entlüftungsanlagen von Passivhäusern oder mit Bienenbrot gesammelt haben. Und dann sind da noch mit eingeflossen Baumrindenproben. Unterstützt wurden die Untersuchungen von vielen Helfern aus der Landwirtschaft, aus der Zivilgesellschaft und aus der Natur. Haben wir dann aus der Wabe ein Stück rausgeschnitten und haben die dann eingeschickt für Laboruntersuchungen. Und alle 4 bis 6 Wochen haben wir Proben entnommen aus dem Bienenvolk und somit konnten wir durch relativ einfache Eingriffe an dieser Studie teilnehmen. Auch Bernhard Wagner, Familienvater und Besitzer eines Passivhauses, nahm an der Studie teil. Dieser Filter filtert unsere Hausluft über eine Anlage, die die Frischluft in das Haus reinlässt. Wir haben diesen sowieso drin und dies bot sich exzellent an, um in dieses Messprogramm mit aufzunehmen. Und das ist schon für uns eine essentielle Frage, wie sieht es eigentlich mit unserer Umgebungsluft aus? Und das war für uns Anlass, sofort an dem Projekt mitzumachen. Besonders betroffen von einer Verbreitung von Pestiziden über weite Strecken, dem sogenannten Ferntransport, sind Biolandwirte und Biounternehmen. Denn wird die ökologisch angebaute Ernte durch Pestizide verschmutzt, entsteht ein enormer Schaden. Wir sind als Biounternehmen verpflichtet, uns vor Kontaminanten, so nennen wir es, zu schützen. Und das heißt für uns, dass wir einen erhöhten Analyseaufwand betreiben müssen. Das macht es für uns problematischer, weil es nicht das Verursacherprinzip im Auge hat. Weil wir uns gegen Stoffe schützen müssen, die die Landwirte, die für uns die Rohstoffe produzieren, ohnehin nicht einsetzen. Sie setzen selber nichts ein, was problematisch wäre. Also wir arbeiten ja nicht mit Pestiziden.
aber wir können nicht wirklich dafür garantieren, dass immer und überall in unseren Produkten nichts drin ist, weil das ist das größte Problem, dass dann vielleicht von irgendwoher Sachen eingetragen werden, auf die wir keinen Einfluss haben. Und wir wirtschaften ja nicht unter einer Käseglocke. Ja, halt du mal fest und grüß Sie. Inke Alsen und Rainer Bonhorst stellten den Pestizidsammler nach genauen Anweisungen der Forscherinnen und Forscher von März bis November 2019 auf. Sie tauschten den Filter zweimal aus und sendeten ihn gut verpackt ins Labor. Dort untersuchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese und alle weiteren Proben aus ganz Deutschland und werteten die Ergebnisse statistisch aus. Viele der Pestizidwirkstoffe wurden weit entfernt von den Orten gefunden, an denen sie ursprünglich ausgebracht wurden. Die Pestizide verbreiten sich über die Luft oder über Staubpartikel, zum Teil kilometerweit, und landen so auf Bioäckern, in der Natur und in unserer Atemluft. Dieser gefährliche Ferntransport von Pestiziden wird bislang von den europäischen Zulassungsbehörden nicht ausreichend berücksichtigt. Das heißt, wir haben es mit giftigen Pestizidwirkstoffen zu tun, die unter falschen Voraussetzungen am Markt zugelassen wurden. Denn der Ferntransport wurde vernachlässigt und jetzt verbreiten sich Pestizide kilometerweit in unserer Atemluft. Die Natur und wir Menschen sind diesen Stoffen seit Jahrzehnten unwissentlich und ohne Schutz ausgesetzt. Das Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft und das Umweltinstitut München fordern: Die Pestizide, die sich am meisten in der Luft verbreiten, unter anderem Glyphosat, müssen sofort vom Markt. Es braucht jährliche, staatliche Untersuchungen zur Pestizidbelastung unserer Luft. Und wir wollen endlich wissen, was die vielen Pestizide in unserem Körper und in der Natur anrichten. Bis zum Jahr 2035 müssen schrittweise alle chemisch-synthetischen Pestizide in der EU verboten werden. Es geht um dich und deine Atemluft. Unterstütze uns. Teile dieses Video und die Ergebnisse unserer Studie.